Moin moin und herzlich willkommen hier bei Cheesy's Tube zu einem neuen Video über einen Panasonic Fernseher aus der Viera Reihe. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit diesem Fernseher eure Apps aufrufen könnt bzw. verwalten könnt. Dazu gehen wir einfach mit unserer Fernbedienung oben auf die Taste Internet und dann sehen wir hier schon den Startvorgang und haben hier nun unsere Apps. In der Mitte sehen wir das aktuelle Fernsehprogramm und außenrum haben wir verschiedene Apps, die ich schon bestimmt angeordnet habe. Wir sehen hier zum Beispiel links Facebook, dann haben wir links unten den Webbrowser und so weiter. Und wenn wir nun mit unserer Fernbedienung hier mit diesem, ich nenne es mal Steuerkreuz, nach rechts bzw. nach oben und nach unten natürlich gehen, können wir diese verschiedenen Sachen anwählen. Wir können dann natürlich auch auf mehr gehen, dann kommen wir auf die zweite Seite. Es gibt insgesamt 6 dieser Ebenen, wo wir diese Apps, die wir individuell einstellen können, platzieren können. Um nun eine App aufzurufen, können wir ganz einfach zum Beispiel hier auf Webbrowser gehen und dann öffnet sich der ganze Browser. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, seht ihr nun, sind wir hier im Browser und können verschiedene Dinge eingeben. Wir gehen jetzt aber erstmal wieder zurück und sind nun hier wieder über diese Taste zurück in der Übersicht. Wir können natürlich auch verschiedene Apps downloaden, dazu gehen wir hier unten in den Viera Connect Market. Der ganze befindet sich immer ganz unten, egal auf welcher Ebene wir sind. Dann haben wir hier, wie wir es beim Handy aus verschiedenen Stores bzw. bei verschiedenen Betriebssystemen aus diesen Stores gewohnt sind, verschiedene Kategorien. Wir können dann zum Beispiel hier auf Sport gehen und dann haben wir hier verschiedene kostenlose Apps und natürlich gibt es auch Apps, die etwas kosten. Wenn wir nun eine App herunterladen wollen, gehen wir zum Beispiel auf, wir nehmen jetzt mal hier L'Équipe France. Das Ganze ist schon installiert. Dann gehen wir eben mal hier auf die Spiele und dann lädt das Ganze hier nach und nach und wir können hier verschiedene Spiele herunterladen, wir können das Ganze natürlich auch bezahlen beziehungsweise hier ein kostenloses Spiel herunterladen. Da gehen wir dann einfach auf kostenlos und können dann so eine App installieren. Ihr seht schon, Installation abgeschlossen. Diese App können wir nun finden, genau hier unter Blackjack. Wir sind jetzt hier zum Beispiel auf der letzten Seite beziehungsweise auf der letzten Ebene. Wir sehen das rechts unten im Bild. Hier unten sehen wir eine 6. Das war es eigentlich auch schon hier von Viera Connect. Ich dachte, ich erkläre euch das mal kurz, wie das gehandhabt wird. In einem anderen Video werdet ihr noch die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten zu diesem Viera Connect sehen. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal in dem einen oder anderen Video. Würde mich natürlich wie immer über eine Bewertung freuen. Wünsche euch jetzt noch einen traumhaften Tag und sage haut rein.